Die DHV-News vom 26. Januar 2024. Weitere SPD-Protestaktionen. Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, Away Medical und Dirks Grow Shop. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Ich bin nicht mehr krank, das ist ja letzte Woche ausgefallen hier wegen Krankheit. Aber trotzdem ist nächste Woche wieder keine DHV-News wegen Urlaub. Also das auch schon mal vorgemerkt, ja, nächste Woche keine DHV-News. Und wie ihr seht, ist das hier ein bisschen ein ungewöhnliches Setting. Ich bin in Erfurt in einem Hotel, wo ich gerade als Referent dabei war, die letzten zwei Tage, vom FDR, Fachverband Drogen- und Suchthilfe. Und da habe ich im Prinzip die Sicht der Cannabiskonsumenten auf das Cannabisgesetz, auf das geplante, vorgetragen sozusagen, wo die ja sonst eher so die Sichtweise der Suchthilfeleute selber haben, ja, dass sie nochmal irgendwie eine andere Perspektive kriegen. Also wie üblich in Mission unterwegs. Und jetzt habe ich mir hier ein Eckchen gesucht, wo ich hoffe, dass es einigermaßen ruhig ist und bleibt, dass man mich halbwegs versteht wenigstens. Ich habe auch nicht furchtbar viel zu erzählen. Hauptthema ist wie immer SPD. Kurz Vorbemerkung allerdings auch nochmal. Erstens zum Thema Weihnachtsspendenaktion. Da bin ich noch das Endergebnis schuldig, dadurch, dass letzte Woche ausgefallen ist. Und zwar haben wir insgesamt eingenommen 156.327 Euro. Und was mich besonders freut, waren mehr Spender dabei als letztes Jahr mit 3.585 Leuten, die sich beteiligt haben als neue Fördermitglieder beim Handverband und als Spender eben. Also herzlichen Dank nochmal an alle, die da mitgemacht haben. Und auch nochmal dazu gesagt, weil ich jetzt ein paar Mal erwähnt habe, dass wir eine Riesenspende dabei hatten und ganz viele kleine. Will ich auch nochmal erwähnen, dass wir schon auch noch andere vierstellige Spender dabei hatten. Also zum Beispiel 4.200 Euro. Ja, da ist natürlich auch fett in die Tasche gegriffen. Auch dafür nochmal danke. Ja, ich habe das völlig verblasst jetzt bei dieser Riesenspende von 55.000. Sondern da waren schon auch noch ein paar andere dabei, die wirklich tief in die Tasche gegriffen haben. Aber ja, der größte Teil kommt tatsächlich, wie üblich, von ganz, ganz vielen Leuten, die halt keine Spenden losgelassen haben. So, und damit ist dann unsere Kasse für das Jahr auch ganz gut gefüllt, unsere Aktionskasse, und da kann man schon mal mit anfangen. Und noch eine Vorbemerkung habe ich, und zwar nochmal schon mal ein Hinweis auf die Mary Jane, die größte Hanfmesse in Deutschland, die ja sowieso schon immer die größte war, und die Neuigkeit jetzt ist, dass sie sogar in die Messe Berlin umziehen. Die waren ja bis jetzt so in verschiedenen, eher ja, ein bisschen Berlin-mäßigen Industrie Hallen und so weiter, ja, zuletzt auch ganz nett eigentlich, trotz diesem Industriecharme, am Wasser gelegen mit Badeschiff und mit ein bisschen Sand vor der Nase sozusagen, wo die Leute dann auch vor der Bühne oder die Musik hören konnten. Jetzt aber richtig seriös und vor allem richtig groß in der Messe Berlin vom 14. bis 16. Juni 2024. Link zur Mary Jane in der Videobeschreibung, also könnt ihr euch das schon mal im Kalender anstreichen und ja, vielleicht auch schon Tickets kaufen, wie auch immer. Auf jeden Fall Hinweis auf die größte Hanfmesse in Berlin, Mary Jane, die noch größer wird. So, aber jetzt einziges Thema, wie gesagt, SPD schon wieder. Leider, ja, ich würde gerne mal irgendwie was anderes erzählen, aber nach wie vor ist das ein Problem mit den Sozialdemokraten. Weiterhin kommen wirre Signale, keine klaren Signale von der SPD-Fraktion, wie es jetzt weitergehen soll mit dem Cannabis-Gesetz. Karl Lauterbach und Burkhard Biener zum Beispiel haben sich zuversichtlich gezeigt, haben also in Medien sich geäußert, dass sie denken, dass das Ganze zeitnah verabschiedet wird. Aber sie sind eben Vertreter der Regierung und nicht des Parlaments und der SPD-Fraktion im Bundestag, die ja letztendlich gerade das Problem ist. Ja, die können auch nur von außen im Prinzip kommentieren, die beiden, aber sind nicht im Moment die entscheidenden Faktoren in dem Spiel. Auch positiv und zuversichtlich zeigen sich die drogenpolitischen Sprecher, Carmen Wegge und Heidenblut immer mal wieder in diversen Äußerungen. Aber auf der anderen Seite eben auch der SPD-Innenpolitiker Sebastian Fiedler, der Ursprung sozusagen dieses ganzen Problems ist, der gegen das Cannabisgesetz ist. Auch der hat sich jetzt nach einer gewissen Pause auch nochmal gemeldet und war auch in Medien wieder damit und hat ein riesen Posting losgelassen, warum er gegen das Cannabisgesetz ist und dass er weiterhin hofft, dass das Cannabisgesetz nicht kommt. Also
der ist immer noch nicht quasi befriedet sozusagen und macht immerhin weiter Gedöns. Und auch andere SPD-Abgeordnete, die sich nach wie vor melden und irgendwie gegen das Gesetz rumpanken sozusagen. Sodass eigentlich nach wie vor, wie wir immer sagen, der entscheidende Punkt ist, was sagt die SPD-Fraktionsgeschäftsführung dazu? Das sind ja auch diejenigen, die letztendlich mit den anderen zusammen entscheiden, dass es auf die Tagesordnung kommt. Die anderen Fraktionen warten drauf, sozusagen, dass von der SPD-Fraktionsgeschäftsführung das Signal kommt, ja, alles klar, Tagesordnung, wir machen das so. Bis jetzt hat nicht passiert. Und es gibt auch von denen wieder eine Meldung von Katja Mast, die auch Anfang Dezember schon gesagt hat, ja, wir sind in den letzten Gesprächen und so weiter. Für uns der Auslöser war sozusagen das Statement von Katja Mast, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, ja, wieso diskutieren die noch? Und die hat sich jetzt auch nochmal gemeldet, hat gesagt, dass das Gesetz zeitnah verabschiedet werden soll, dass sie an dem Plan festhalten. Wobei zeitnah wahrscheinlich das Unwort des Jahres werden wird, 2024, weil zeitnah ist halt wirklich ein Wort, das nutzen die jetzt die ganze Zeit schon. Und dann passiert halt nichts, ja, dann kommt trotzdem nichts. Und zeitnah war auch schon die Rede von im Dezember, irgendwann Anfang Dezember, das ist schon 4-5 Wochen her, dass erstmal zeitnah gefallen ist und passiert halt zeitnah nichts. Und ist immer noch genau das Gleiche sozusagen. Und Katja Mast hat eben auch in diesem ganzen Statement nochmal gesagt, sie würden sich in letzten Gesprächen befinden, letzten Beratungen zu dem Thema. Und da kann man nach wie vor wieder nur sagen, was beraten die noch? Es gibt nichts zu beraten. Die Sache ist ausverhandelt mit Grünen und FDP. Und die sollten das einfach so verabschieden, wie es jetzt ist. Und alles andere, wenn sie das in Frage stellen, diesen Kompromiss, ist das ganze Fass wieder auf. Dann werden die anderen ihre Sachen auch wieder auf den Tisch legen. Und wir können bis Pusselmuckel warten, bis da irgendwas passiert. Also jetzt Cannabis-Gesetz, so wie es ist, verabschieden und dieses Signal bleibt aus. Deswegen haben wir jetzt weitere Aktionen veranstaltet und angefangen, da nochmal die nächste Phase loszuschieben. Angefangen mit einer Pressemitteilung am Mittwoch und am gleichen Tag dann auch nochmal eine neue E-Mail-Aktion gestartet. Und diesmal an alle SPD-Abgeordneten. Zuletzt haben wir uns nur an die Fraktionsspitze gewandt, weil die eben den Auftrag hatten, ja eigentlich aus dem vielstimmigen Chor irgendwie eine Stimme zu machen, das Ganze zu einen, aber daran offensichtlich jetzt seit 7 Wochen scheitern, ja, und immer noch nicht geeint ist und der Chor immer vielstimmiger wird bei der SPD-Fraktion, immer mehr Leute sagen, wir wollen das alles nicht und wir hoffentlich kommt das alles nicht und so. Ja, und deswegen haben wir jetzt an alle SPD-MDBs eine E-Mail-Aktion losgelassen, findet ihr auf unserer Seite, bitte mitmachen. Die alte Aktion haben wir im gleichen Zuge zugemacht und beendet. Da sind insgesamt 15.800 patzerquetschte E-Mails an die Fraktionsspitze gegangen. Und jetzt, ja, da eben nach wie vor nichts passiert ist, gehen wir in die nächste Runde und machen diesmal alle SPD-MDBs mit in den Verteiler. Nicht die feine englische Art, aber offenbar notwendig. Dann haben wir außerdem Werbung geschaltet, die ab heute läuft auf Facebook, Instagram und YouTube, wo auch nochmal ein größerer Kreis außerhalb der Bubble nochmal darauf aufmerksam gemacht werden soll, dass die SPD-Fraktion das Problem ist im Moment, das Cannabis-Gesetz ausbremst und droht zu verhindern sozusagen und wir alle noch immer darauf warten, dass da ein klares Statement kommt. Vielleicht kann Martin das noch einblenden hier, unsere Werbung mal. Die SPD blockiert das Cannabis-Gesetz. Weiterhin 500 Strafverfahren gegen Konsumenten. Jeden Tag. Jetzt Wahlversprechen umsetzen. Ja, und das Ganze jetzt außerhalb der Bubble mit relativ großer Reichweite aufpusten. Ja, und es gibt auch noch weitere Aktionen, die wir vorhaben, über die ich dann bei der nächsten News-Ausgabe berichte. Also in 2 Wochen weitere Infos über noch weitere Aktionen. Bei der Gelegenheit mal ein Hinweis, ja, für alle, die das bis jetzt nicht gemacht haben, folgt uns auf den anderen Kanälen, Instagram, Facebook, Twitter. Dann bekommt ihr natürlich auch mit, wenn es keine News gibt, alles, was so passiert, was es an Neuigkeiten gibt und was wir so treiben. Weil immer, ja, kann ja mal sein, dass aus diesem und jedem Grund die News nicht kommen. Was natürlich auch noch der Fall ist, dass nicht nur wir beim Handverband Aktionen planen und starten, sondern auch noch andere Akteure in der Szene. Da ist zum Beispiel jetzt auch wieder ein Protestcamp in Planung, spätestens wenn jetzt eben nicht rechtzeitig das Cannabis-Gesetz verabschiedet wird. Viele in der Szene rechnen mittlerweile auch jetzt doch damit, dass es kommt. Ja, ich hoffe auch, dass es kommt rechtzeitig, ne, in der Sitzungswoche des Bundestags, die Ende Februar stattfindet, also bis zum 23. Februar muss das Ganze erledigt sein, wenn in time sozusagen zum 1.4. das in Kraft treten soll. Ist also nicht mehr viel Zeit, 4 Wochen sind noch übrig sozusagen, bis dahin muss das Ganze geregelt sein, wird also immer knapper in der Zeit und immer drängender, dass die SPD da endlich fertig wird mit ihren Diskussionen.
Und da sind eben auch andere nochmal dabei, Dinge zu planen, über die wir dann berichten, wenn es soweit ist sozusagen, wenn es irgendwie losgeht damit. Und vorerst belasse ich es aber dabei. Nochmal der Hinweis, bitte macht mit bei unserer neuen Aktion. E-Mail-Aktion ist eine Sache von wenigen Minuten. In den meisten Fällen, manche haben noch technische Probleme. Das ist halt bei jedem Provider und jedem E-Mail-Programm anders. Die nicht so viele rauslassen zum Beispiel, dass man den Pakete stückeln muss. Wir haben auch das Ganze in der Textdatei, die ganzen Adressen nochmal einzeln drin, damit man sich die rauskopieren kann und den Text und den Betreff. Aber bei den meisten ist eine Ein-Klick-Lösung sozusagen, die dann einfach nur einmal drauf klicken, die E-Mail ist fertig, Namen drunter, abschicken und gut ist. Wir haben auch erste Reaktionen und Antworten darauf auch schon gesehen, also kommt an, ja, ist nicht so, dass die alle sofort weggefiltert werden, die Mails. Einzelne Abgeordnete antworten, Karl Becker hat auch schon geantwortet, ne? Wie gesagt, auch in dem Fall wieder recht zuversichtlich, dass alles passiert und alles kommt. Und ein anderer Abgeordneter, von dem ich zum Beispiel noch nie gehört habe, der auch nochmal sich ermutigt gefühlt hat, seine Meinung pro Cannabis-Gesetz zu sagen, dass das jetzt unbedingt verabschiedet werden soll und so. Also das Ganze stärkt eben auch letztendlich denjenigen, die den Rücken, die da progressiv denken. Auf jeden Fall in dem Fall war das offensichtlich so von dem jungen Abgeordneten, der da auf Facebook drauf reagiert hat, auf Twitter. Habe ich euch auch verlinkt, alles, die ganzen Reaktionen und so weiter. Könnt ihr also mal nachgucken, ob ich hier Quatsch erzähle oder ob das zu den Quellen passt, die ich da habe. So, das war's jetzt in Sachen SPD und so weiter. Ich habe noch wenige Termine übrig, die ich euch noch erzähle. Das ist einmal unsere Ortsgruppe in Würzburg, die am 26.01. ihren Januar-Stammtisch-Treff hat. In Darmstadt trifft sich die Gruppe am 28.01. Bamberg am 3.02. und unsere Ortsgruppe in Rhein-Neckar trifft sich in Heidelberg am 5.02. Das war's. Abonniert die Glocke und drückt die und den Kanal und like aufs Video trotz Erfurt-Vorhang. Heute ausnahmsweise. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.